So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. So, Stahl funktioniert, Wasser haben wir jetzt auch da. Bester, also das ist ja wieder mal fantastisch. Stahl haben wir wieder gut, die Chemikalien sind jetzt zu Ende. Vielleicht sollte ich mal, ich weiß gar nicht, wo wir die herkriegen. Chemikalien, Wasser, Aufbereitungsanlage, da ist er. Wo kriegst du die Chemikalien, ja? Stadtversorgung. Das sind die hier, ne? Genau. Die hohen Chemikalien. Das müssen wir irgendwie sowieso nochmal ein bisschen ummodeln, glaube ich, ne? Weil die sollen eigentlich keine Chemikalien durch die Gegend gucken. Das sollen sie eigentlich nicht machen. Haben wir nicht noch einen anderen hier, der hier so ein bisschen dumm aus der Wäsche guckt? Was haben wir denn hier oben? Verteilerbenzin. Aber das ist schon mal Benzin. Was war das hier, der Fleischwagen, ne? Sag mal, kann der nicht auch eine Runde, weil ist ja nur Fleisch fahren, ne? Mehr sollen sie ja nicht. Wenn wir da nochmal ein Fahrzeug uns organisieren, ein Fahrzeug organisieren, was hier drin steht, da ist er nämlich. Der hier, pass mal auf, neues Depot, und zwar dahin. Fahr da mal hin, du, mein Freund. Siehst du, der macht sich auf die Socken. Bester Kram. So, mal rausnehmen hier. Dann ist das Fleisch, dann verteilt der Fleisch und von mir aus auch Chemikalien. Dann können wir die nämlich auch hier oben drin fahren. Solange wir halt kein, sag schnell. Jetzt muss ich erstmal gucken. Er soll erstmal. Das ist im Zollhaus, genau, stimmt, passt schon. Das nehmen wir mit. Und dann soll er von mir aus hier unten drin fahren, ne? Dahin. So viel braucht er ja nicht. So viel ist er ja zum Glück nicht da. Keine Arbeiter. Das Gleiche. Wo ist denn der Bus? Gibt es hier keinen Bus, der hier ein bisschen Arbeiter hinfahren will? Fahren will? Ja, ja, doch. Aber der steht mehr im Stau, als was er sonst macht. Der ist mehr so der Typ, ne? Der ist mehr so der Stautyp. Die wollen eh hier unten hinfahren, ne? Wenn wir das ein bisschen entschärfen, ne? Und hier noch eine Straße drüber ziehen, ne? Ist das nicht cool? Ich glaube schon, ne? Mal einfach mal hier zwischen. Hier nochmal eine Straße reißen. Ist mal weg hier. So, mach das mal. Siehst du mal. So. Jetzt fahren die Busse auch hier runter. Da ist er. Wehe, du bist ab. Wehe, du bist ab. Wehe, du bist ab. Ja, die wollten nur auf Asphalt fahren, ne? Die haben keinen Bock mehr auf Kieselsteinen rumzurödeln. Deswegen war das Problem. Naja, gut. So, Wasseraufbereitung. Wie weit sind wir hier? Ist der schon da? Ist da, wunderbar. Pass mal auf, wir brauchen beladen mit Kunststoffen, würde ich gerade sagen. Nein, hier, Chemikalien. Und da runter. So, jetzt müsst ihr losfahren. Ein Gebäude brennt. Warte. Was brennt denn da? Die Werkstatt? Da brennt die Werkstatt. Na gut, hier ist auf jeden Fall, ne? Feuerwehr müsste um die Ecke sein. Dürfte nicht so weit weg sein. Apropos Feuerwehr, ist die fertig? Oh, die ist fertig. Hammer. Die Feuerwehr ist fertig. Aber wir haben keine Wagen. Und keine Leute. Und keine Leute. Das ist natürlich großartig. Warum nicht? Ist hier keine Haltestelle? Nein, da laufen sie nicht hin, du. Da laufen sie nicht ganz hin, da unten. Warte mal, kann ich da nicht auf dem Fußweg hin manövrieren? Doch, ne? Mal hier. Ziemlich langen Fußweg. Irgendwie bis dahin. Haben wir da doch noch einen? Jetzt wollen wir eventuell hier noch einmal rüberziehen, bis dahin. Das hilft. Warte mal. So, zack. Feuer ist gelöscht. Großartig, gut. Nützt ja nichts, wenn wir hier einen Feuerwehrwagen einkaufen und wir können nicht laufen dahin. Aber danach können wir. Die Straßen müssen gebaut werden erstmal. Die Wege. Lieber Bescheid, wenn die Sache durch ist. So. Gut. Wir haben 68.000. Fehlt noch ein bisschen was. Boah, ist das schön. Ist das schön. Hier, 13 Tonnen. 16 Tonnen. Hier liegt noch 33 Tonnen Stahl rum. Großartig. Boah, ist das schön. So, jetzt rollt der Rubel. Hier wird Wasser produziert. Wie fahren wir hier drin? Voll. Das
Instagram. So, hier wird gebaut. Wunderbar. Sind wir drüben auf einer Seite fertig? Sind wir fertig da? Nein, sind wir nicht. Warum nicht? Weil. Wo ist er hin? Ja, komm nochmal. Fehlt noch. Ach ja, genau. Bisschen Draht. Klein bisschen Kabel fehlt uns hier noch. Ach so, hier gerade nur. Ja. Wie viel die kleine Lok schafft, bevor sie auseinander. Also jetzt, bevor sie sagt, ich will nicht mehr. Bei mir ist alles Schicht. 92. Hier oben, das ist doch großartig. 5000 etwas Einwohner. Wir sind gerade hier die da. 97% Produktivität. Wir kommen so langsam hin. Jetzt geht's nämlich gleich los. Wir können die Lager exportieren. Ziegel. Pass mal auf, du, gleich geht's los hier. Aber ganz, ganz, ganz geschmeidig. Jetzt werden wir uns mal hier eine Lok einkaufen. Und zwar, Wert. Was ist Wert? Haben wir noch was anderes hier? Sortierung nach Standard KMH. Gewicht, Länge, Produktionstyp, Wert. Wenn nicht Wert. Ich brauche die Lokomotive. Zeigen diese Lokomotive. Nein, das ist jetzt aber nicht gut. Ach du Himmel. Großeinsatz, hier brennt es an allen Ecken. Ach du Himmel. Ah. 1, 2, 3, 4 Gebäude brennen. Hier brennt es an allen Ecken, Freunde. Das ist gar nicht gut. Jetzt geht's, Feuer ist gelöscht. Gut. Hier brennt es. Wo ist der Feuerwehrwagen? Wo ist er? Hier brennt es auch. Keine Feuerwehr ist unterwegs, die das Feuer bekämpft. Das ist schlecht. Ja, hier haben wir nichts los, ne? Ich brauche Feuerwehr. Wo ist ein Feuerwehrwagen? Ach du Himmel. Hier sind die alle raus, ne? Alle Wagen unterwegs. So, was ist hier unten los? Kein Feuerwehrwagen unterwegs. 36%. Kein Feuerwehrwagen unterwegs. Zwei sind da unterwegs. Wo sind sie? Wo seid ihr hin, ihr Kartoffeln? Ach, hier brennt es auch, Alter. Hier. Nein. Hier wird so einiges verbrennen, glaube ich. Hier wird so einiges verbrennen. Das hier oben wird, glaube ich, nicht halten, ne? Oder? 62%. Oh Gott. Bring die Kinder da raus. Hier auch. Ach du Himmel. Was ist hier los? Löschen, Jungs. Das hier, das geht gleich den Bach runter. Ah Gott. Jo. Ein Gebäude ist zusammengestürzt. Ja, zwei Gebäude sind gestürzt. Das hier auch. Ach du Himmel. Ich muss mal kurz mal Pause machen. Ich muss mal kurz durchatmen. Okay. Das war eine Vollkatastrophe. Das Gebäude ist eingestürzt. Wir müssen das wieder aufbauen. Ich weiß nicht, wo die Leute hin sind. Ich glaube, die sind alle verschüttet. Die armen Menschen. Die sind alle weg. Ach du Himmel. Ach du großer Gott. Ich glaube, wir setzen gerade mal die Fahne auf Halbmast. Also, wir haben, glaube ich, große Verluste gerade gehabt. Und aber wir tun alles Menschenmögliche, weißt du, um das zu verhindern. Und ja, 458 Todesfälle. Ach, Gottes Willen. Ach, du Hammel. Ja, wir brauchen eine kleine Schweigeminute. Und ich habe noch gesagt, wir hatten schon lange kein Erdbeben mehr, ne? Und jetzt haben wir es leider. Leider Gottes. Darauf erstmal einen Kaffee. Gottes Willen. Wie stark war es? Weiß ich gar nicht. Kann man das irgendwo sehen? Gebäude gebrannt. Feuer gelöscht. Lagebericht zum Erdbeben. 6,5. 6,5. Ich glaube, wir brauchen ein Vorwarnsystem. Wir brauchen ein Vorwarnsystem, das uns sagt, wann hier wirklich
Nicht? So. Was ist hier los? Ist da jetzt endlich mal einer dran, oder was? 40 Tonnen gemischter Müll muss noch weg. Und was ist hier unten? 91 Tonnen. Uiuiui. Der muss der Kindergarten muss wieder aufgebaut werden. Dringend, das ist wichtig. Was haben wir hier? Sanierung. Abnutzung. 81%. Alter, die ganzen Hütten sind ziemlich grob. Alter, mein lieber Freund. Hier vorne einstellen alles. Dann ist alles fertig. Was? Um Gottes Willen. Hier muss erstmal gemacht werden. Ach du Himmel. Gott, oh Gott, oh Gott. Furchtbar. Furchtbar. Was haben wir hier? 1, 2, 3 Wagen fahren hier noch. Was ist hier los? Da ist nichts los. Meine Güte. Was ist mit euch los? Warum ist hier. Nur weil das gerade mal ein bisschen geschüttelt hat, wisst ihr nicht, wo ihr langfahren sollt? Der Zug wartet zu lange. Warum? Na, warte mal. Warte. Der kann hier nicht runterfahren, weil. Weil hier unten schon einer ist. Ach du Himmel, jetzt ist das Problem mit diesen Signalen schon wieder. Fahr mal los. Ja. Fahr mal los. Ja gut, weil die beide hier am werkeln sind, ne? Ich meine, warte mal, das Problem ist nicht da. Das Problem ist leider hier hinten, glaube ich, irgendwo, ne? Hier ist nämlich eine Kreuzung. Die können wir doch. Warte mal, warum ist hier vorne keine Kreuzung? Wir haben einen Bahnsteig. Hier fehlt eine Kreuzung. Hä? Hier fehlt eine Kreuzung. Ne, warte mal, der fährt doch sowieso da durch, ne? Hier müssen wir mal Signale setzen. Pass mal auf. Und zwar. Ah, du weißt Bescheid, ne? Ich sehe schon, ja. So rum. Und dann machen wir hier mal so und so, ne? Dass es einigermaßen hier gerade durchläuft. So rum. Ja, dann könnt ihr euch ein bisschen aufteilen. Klappt schon, ne? So. Bis das dann wieder zum Stau kommt. So. Ach du Himmel. Hier wird saniert, dass das nur so rumpelt. 87% Abnutzung. Hier muss erstmal saniert werden. ...70 Tonnen. Der Krankenwagen fährt nochmal vor. Oder wer ist das hier? Wer ist denn das hier? Geheimpolizei, die fahren in weiße Autos? Haben wir da weiße Autos genommen? Aha, okay. Okay, Erdbeben, gut. Bringt ein bisschen mehr Spannung ins Spiel, ne? Das muss man schon mal sagen. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. So. Feuerwehr ist auch super. Ich glaube, die hier wäre auch nicht schlecht, ne? Wir helfen uns auch nicht weiter, weil da keine Leute sind. Da sind keine Leute. Wir brauchen vielleicht noch. Wir müssen die hier oben irgendwie in Schweiß kriegen, ne? Dann können die auch mithelfen. Wie weit? Guck mal, die würden das Ganze mit abdecken, ne? Beim Erdbeben. Gut. Ja gut, wir hätten vielleicht die hinten ranholen können. Aber andersrum, bis die da unten sind, ne? Nein! Ach du Himmel! Was war das denn jetzt? Das Spiel ist abgeschmiert. Was ist denn hier los? Jetzt hoffe ich mal nichts Schlimmes.
Jetzt hoffe ich mal nichts Schlimmes. Jetzt hoffe ich nichts Schlimmes. So, mal gucken, wo wir abgeblieben sind. Okay. Okay, nicht so schlimm. Alles gut. Die Straße wird noch gebaut. Wunderbar. Gut. Ach du Himmel. So. Das war fertig, ne? Signale haben wir gesetzt. Hier drüben, ne? Waren die durch? Der fährt durch. Signale hatten wir gesetzt hier unten. Passt auch. Oder? Ja, hier sind noch gesetzt. Alles klar. Gut. Wunderbar. So, aber das hier ist doof, ne? Wir brauchen irgendwie noch ein bisschen Plus da drin. Das wäre ganz cool. Ach Mensch, du, wir wollten noch einen Zug kaufen. Die Lokomotive. So, hier kommt ein großer... Da ein, ja, hier, 18.000. 18.000. So, seh zu, dass du an die Grenze kommst. Das muss mit raus. Was ist hier denn los? Die Müllcontainer, gut. Ach du Himmel, das ist fertig. Die nächsten Touristen sind da. Du Himmel. Warte mal, da müssen wir nochmal kurz. Was ist hier los? Kein Sport betreiben. Hör mal auf zu. Sport, hör mal auf mit sowas. So, 17 plus der hier. Zack. Muss mit belegt werden. So. Sport. Ist hier kein Sport in der Nähe? Oh doch. Nee, stimmt. Sport ist ein bisschen weit weg, ne? Da kommt er nicht mehr hin. Ach du Himmel, ja. Guck mal. Ja, weißt du was? Da kriegt ihr euer ganz privates Sportereignis sozusagen. Und was finde? Warte, was hier, ne? Da. Sport. Fußballplatz. 32 Leute. Guck mal hier. Das ist doch was, wa? Da drehen die voll durch. Eine Runde Sport hier. Fußball spielen. Die ganzen Touristen spielen Fußball. Bestimmt. So. Was haben wir noch? Basketball-Volleyballplatz. Wie viele Leute gehen denn da rein? 48. Jojojo, oh, ja. Hier drüben. So. Guck mal. Haben wir das mit drin? Ach du Himmel. Schade, ne? Ich hätte so gerne und, ne, weißt du? Ich hätte so gerne. Wo ist sie jetzt? Diese Lok. Wo ist die kleine? Da ist sie. 21.000. Wieso ist sie denn zweimal da drin? 700A. Wo ist da der Unterschied? 700A. Maximal 40, 22 Tonnen, 121 kW. 40, 22, das gleiche. Die ist gleich. Da ist nichts anderes. Was heißt das A denn? Die wurden nochmal überarbeitet, bestimmt. Die hat jetzt auch. Also, die hat jetzt bestimmt so einen Kaffeebecherhalter mit drin. So, was noch? 21, wir kaufen die jetzt. Komm hier, zack. Wir haben jetzt eine Lok gekauft. Wir haben eine Diesel-Lok gekauft. So, wir brauchen noch einen Güterwagen. Und zwar brauchen wir. Wir brauchen den da, ne? Ne, wir brauchen den hier, genau. 18.000. Ein. Oh. Noch einen mehr brauchen wir davon, theoretisch. So, zwei. Uff. Ui, nein. Oh, das tat wieder weh. Oh, nein. So, machen wir kurz auf langsam, ne? Und dann wollen wir den mal kurz zuweisen. Pass mal auf, mein Freund. Ich mach mal lieber auf Pause, bevor er gleich losdüst und, ne? So, da erstmal hin. Entladen. Alles, was irgendwie, ne? So. Und zwar das hier und das hier. 10% noch drin bleiben. Rest kannst du wegfahren. So. Jetzt bin ich gespannt, was die Lok sagt. Ob die losfährt. Na? Huh. Da ist sie. Da wird sie.
Hier, da rast sie los. Ich sag dir, die ist auf Geschwindigkeit. Jetzt geht's los. Pass auf. Haltet euch fest. Da läuft der wunderschöne kleine Zweitakter. 12-Zylinder-Zweitaktmotor. Der schafft was weg hier. Also jetzt soll er bloß nicht in die Geschwindigkeit rauskommen. Ja, vor allen Dingen, wenn wir jetzt mitfahren. Das ist ja sowas von idyllisch, ne? Also da können wir uns ja mal richtig entspannen. Ich weiß gar nicht, wie schnell es dann jetzt. Mal sehen hier. 40. Oh, wir fahren 40. Wir fahren 40 km/h. Moor. Irgendwie haben wir immer noch 0. Minus 50.000. Jetzt reiß uns raus, Lokomotive. Reiß uns irgendwie raus hier. Das wäre ganz cool. Guck mal hier. Schlecht Wetter. Die dunklen Wolken kommen auf. Das Konto sagt nee. Wir sind aber auch schnell unterwegs, ne? Nicht, dass wir hier noch, also, ne? Eieiei. Wir genießen mal die Fahrt. Komm, los. Was soll schon schief gehen? Ja, wahrscheinlich nachts darf man nur 30 wegen Lautstärke fahren. Ach so, ja gut. Ja, den haben wir ja schon überschritten. Dann kriegen wir noch einen Strafzettel hier. Das wäre ja gar nicht gut. Ich weiß gar nicht, was er jetzt laden will. Was willst du denn laden, sag mal? Was willst du denn holen? Ach, du willst Platten holen. Guck mal, das ist schon nicht schlecht. Ob du Platten oder Ziegel, das spielt keine Rolex, ne? Ach du Himmel. Boah. Ich hoffe mal, hier geht nicht alles unter. Was ist denn das hier? Müllverbrennung. Nicht genug Tutorial. Mach ich gar nicht gucken. Zug wartet zu lange. Das haben wir gehabt. Feuer ist gelöscht. Können wir mal löschen hier, ne? So. Warte mal, bevor wir hier weiterrollen, kann ich mal kurz gucken. So. Also der rollt ja ganz nicht dahin. Also ne, wir verpassen nichts. So, verpassen nichts. So, wie viel ist da noch drauf? 39 Tonnen. Und hier? 34. Hau rein hier. Der Müll muss weg. Einige Gäste werden nicht bedient. Du hältst es nicht aus. Was? 6 ohne Job, die soll man so mal sofort erschlagen. Die können im Hotel arbeiten. Da ist richtig was los im Hotel. Also ein kleines Plus wäre schon cool, ne? Aber was ist denn hier los? Leute, ihr kriegt nichts. Das wird hier nichts. Geh mal weg. Ja, du auch, ne? Du kriegst auch nichts. Du hast recht nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. So. Ja, ja, sicher. Na sicher. Na sicher. So aber nicht, du. Du wirst sofort weggebeamt. So, hier hot. Was hast du mit? Du willst Benzin haben. Leute, ihr wollt immer alle haben hier. War so ein wunderschönes Plus, wäre ganz cool. Was hast du mit? Du willst auch nichts. Du willst auch nur haben, du. Die wollen alle haben. Haben, haben, haben. Ich brauche jemanden, der was gibt. Was gibst du denn? Oh, hier, Pflanzen. Essen. 1300. Na gut, immerhin. Jungs, das wird hier nichts. Was ist mit dir los? Halt, stopp. Was will der denn jetzt hier? Wieso holst du vom Zollhaus Platten? Bist du nicht ganz sauber? Warte mal, das ist ja nicht, also, das ist doch nicht dein Ernst hier. Zollhaus? Schüttgut, Ziegellager. Ziegel holen. Warum holst du keine Platten? Aus dem Plattenlager. Ich glaub dich aber nicht, wa? Sekunde mal. Das muss man kurz ändern hier. Wo ist das Plattenlager hin? Hier unten. Da. Hol Platten da ab.
Socke. Sag mal. War? Ich glaube das ja wohl nicht. So, warte mal. Zack. Einmal zurück. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Mist. Hier oben, ne? Ja, hier. Weißt du was? Hü. Und du hier? 4,5 Tonnen hast du? Fahr. So, hier kommt Essen ran. Man muss hier erstmal aufräumen, ne? Pass mal auf. 9 Tonnen Klamotten, hier. Da kommt erstmal ein Plus rein. Gut, aber es ist gleich wieder aufgebraucht, ne? Oh, wo ist unser Lok? Da ist sie. Oh, hier, voll geladen. Da rennt sie. Was hast du mit? 3597. Ah, ja, gut. Immerhin. Immerhin. Das ist besser als, ne? 300 oder 200. Und sie rollt immer noch mit 40. Immerhin. Oh, jetzt kommt der Schnee. Meine Güte, nein. Die Lok reißt uns raus. Die Lok bringt uns, ne? Das Leben. Ach du Himmel, die braucht ja ewig. Ewig. Na gut. Was willst du machen? Aber gut, die Folge ist zu Ende. Da sag ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.